So richtig Englisch. Heute trinken wir den 2003er Maximiner Klosterlei Auslese Trocken. Das ist ein Wein, der, man hört schon am Jahrgang, nicht ganz alltäglich ist. Wir haben zum einen hier die Toplage des Weingut Alten aus Detzem, Maximiner Klosterlei. Für euch so zur Info, die Lage beziehungsweise der Lagenname geht zurück auf Besitztümer des Maximiner Klosters in Trier. Also die Lage gehörte dem Kloster einmal. Klosterlei, gerade diese Endung Lei, für euch als Tipp nochmal, Lei ist ein altes Moselwort für eine Schieferlage. Das heißt, wenn ihr eine Flasche vor euch habt, wo irgendwas mit Lei draufsteht, könnt ihr immer sicher sein, es kommt von der Mosel, es hat mit Schiefer zu tun. Das Weingut Alten ist ein Familienbetrieb, die auf eine lange Geschichte zurückschauen können. Seit dem 18. Jahrhundert machen sie Wein in irgendeiner Form. Und jetzt haben 2018 Daniela und ihre Schwester Julia Alten das Weingut übernommen und führen das jetzt sehr engagiert und wie ich sagen würde, auch mit großem Erfolg. Also die Qualitäten sprechen einfach für sich weiter. Dieser Wein, 2003er Auslese Trocken aus der Detzimer Maximin Klosterlei. 2003 war ein sehr warmes, geradezu heißes Jahr in Deutschland. Und in diesem Jahr hat der Vater der Familie Alten eine Statue, eine Skulptur in die Klosterlei errichten lassen von einem Künstler. Und er hat das zum Anlass genommen, diesen Wein länger auf der Hefe zu belassen. Aus diesem, ich belasse das mal länger auf der Hefe und mache dann einen Saftabzug und belasse das aber dann doch noch fertig im Fass, bevor ich das fülle, wurden nicht irgendwie wie bei anderen Weingütern üblich 10 oder 12 Monate oder vielleicht auch 24 Monate, sondern 15 Jahre. Der Wein ist also 2018 erst gefüllt worden. Und das hat auch damit zu tun, dass man sowohl an der Mosel als auch im Speziellen in der Familie Alten eine große Vorliebe für gereifte Weine hat. Und da kann man sowas eben auch mal zeigen. Es macht auch nur Sinn, das irgendwie im Stahltank dann aufzubewahren, weil wir wissen ja auch, in größeren Gebinden reifen Weine besser und gleichmäßiger. Deswegen auch der Hinweis an euch, wenn ihr euch einen Wein kauft, mit der Idee, den wegzulegen und ihr habt gerade die Möglichkeit, weil das Weingut es anbietet und ihr das euch auch finanziell leisten könnt, dann kauft Magnums oder Doppelmagnums. Das macht einfach nochmal mehr Spaß, wenn man das für einen längeren Zeitraum weglebt. Ihr braucht natürlich auch den entsprechenden Keller dafür, ne, wo ihr so große Flaschen ohne Probleme lagern könnt, ne? Also da bitte schaut auch vorher nach, nicht, dass ihr mir dann schreibt, ich kriege die Doppelmagnums, die ich jetzt gekauft habe, gar nicht bei mir unter. Zurück zum Wein. Dieser Wein war nicht nur eben lange im Stahltank, übrigens ohne da jetzt, also es ist dann schon irgendwann ein Saftabzug gemacht worden und der Wein war fertig. Es ging jetzt nicht darum, ein Vollhefelager über 15 Jahre auszudehnen. Das macht man manchmal auch, vor allen Dingen in anderen Weinbauregionen, aber da werde ich an anderer Stelle nochmal detaillierter drüber sprechen. Ich würde sagen, wir gucken uns den Wein jetzt mal an, wie er im Glas ist und probieren ihn mal. So, wir sehen jetzt hier schon an der Farbe, der ist deutlich dunkler, als wenn man das jetzt mit dem 21er Jahrgang vergleicht. Ich finde ihn aber immer noch erstaunlich hell. Also gerade für so ein warmes, reifes Jahr wie 2003, da habe ich durchaus schon dunklere Rieslinge aus dem Jahr gesehen. Also auch als Hinweis für euch. Bei Riesling ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn die dann irgendwann so Brauntöne bekommen mit einer gewissen Reife. So, wir riechen mal rein. Also das ist super toll, weil wir riechen sofort in der Nase Schiefer. Da sind auch noch so kleine Moselstinker drin, die auf die Spontangärung hindeuten. Und typisch dieses fruchtige Potpourri, was die Maximiner Klosterlei hervorbringt. Ja, wir haben da jetzt sehr reife Ananas,
Eine Ananas, die so langsam anfängt, in der Sonne vor sich hin zu gären. Die riechen wir da jetzt. Ah, die Limette ist auch schon sehr reif. So. Und es kriegt jetzt so langsam so Aromen, die auch in so eine eher erdige Richtung gehen. Also so frisch aufgeschnittene Kräuterseitlinge riecht man da so, und das geht ja dann in so eine pilzige, waldige Richtung. Und das ist auf jeden Fall ein Aroma, was von der Reife kommt. Probieren wir das Ganze mal. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich meine, 2003, warmes Jahr, aber der Wein wirkt frisch, der wirkt lebendig. Da ist eine Säure da, die da so ein Spiel reinbringt, die eine Leichtigkeit reinbringt. Die Textur auch überhaupt nicht überbordend. Klar hat er ein bisschen was an seiner Straffheit verloren, aber er ist immer noch sehr, sehr trinkig. Macht großen Spaß und zeigt hier große Komplexität. So diese ganzen Fruchtaromen am Gaumen, der Schiefer, der sich da reindrückt, geradezu. Und einfach, ja, der hat so was sehr Erhabenes. Einfach das großen, also was mich bewegt sozusagen, wo ich so ein Stück weit Ehrfurcht schon fast habe vor. Und an einer anderen Stelle macht es natürlich großen Spaß, einfach sowas zu trinken, was so eine Komplexität zeigt, wo die Säure ein bisschen rundgeschliffener ist, wo andere Aromen wie dieses Pilzige, was ich jetzt am Gaumen auch habe, dann noch mehr so in den Vordergrund treten, was uns natürlich dann auch zum Pairing führt. Und das ist ein Wein, damit kann man problemlos auch mal vielleicht zwei, drei Gänge begleiten. Das ist ein Wein, der auf der ganz großen Bühne spielen kann. Also da kann man dann wirklich hingehen und sagen, okay, wir machen irgendwie was mit Artischocke, mit einem Steinbutt, mit Beluga oder Ausetra Kaviar und schäumen dann irgendwie eine Beurre Blanc auf, der wir vielleicht auch nochmal einen Twist mitgeben. An Gewürzen, wo man sich dann zum Beispiel auch an der asiatischen Küche dann bedienen kann, um dem Ganzen dann nochmal sowas, dieses Exotische, was wir auch im Wein wiederfinden, mitzugeben. Das ist natürlich was, was man jetzt zu Hause nicht unbedingt jeden Tag auf den Tisch stellt, wo vielleicht der eine oder andere auch gar nicht weiß, so wie verarbeite ich das, wo kaufe ich das am besten ein. Aber das Tolle ist an dieser Stelle auch, man kann es auch sehr gut vegetarisch einsetzen. Man kann zum Beispiel Blumenkohl rösten oder backen. Backen ist auch sehr toll. Also Blumenkohl kann man ähnlich wie Sellerie oder wie man es eigentlich klassisch aus der französischen Küche kennt, von Fischen, im Salzteig ausbacken. Bedeutet, ihr macht einfach, ihr mischt Salz mit Ei, also viel Salz, und packt sozusagen den ganzen Blumenkohl darin ein und gart den dann im Ofen. So, ich würde mal sagen, etwa anderthalb Stunden bei 180 Grad, dann ist der perfekt gegart, dann ist der noch bissfest. So, und dann kann man irgendwie Butterbrösel dazu machen, mit einer Nussbutter arbeiten, und dann hat man auch wieder ganz viele Aromen, die man im Wein wiederfindet. Man könnte jetzt auch hingehen und dem Blumenkohl vielleicht auch noch ein bisschen was von diesem Litchi oder von diesen exotischen Fruchtaromen mitgeben. Indem man zum Beispiel in eine geschmolzene Butter mal so einen Esslöffel Ananassaft reinmacht, so um dieses Fruchtige aufzugreifen, und das dann eben über den Blumenkohl drüber löffelt. Ja, es ist ein toller Wein, der vielseitig einsetzbar ist. Also wir können jetzt auch ein Video machen über eine halbe Stunde, nur Pairing-Ideen zu diesem Wein, ohne den Wein zu verkosten. Aber ich möchte euch weder langweilen noch in der Küche überfordern. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare zum Wein. Hat euch der gefallen? Wie gefallen euch generell Weine
von der Mosel oder im Speziellen auch gereifte Weine. Wie sind eure Küchenfertigkeiten? Schreibt es mir unten rein. Ich freue mich über alle eure Kommentare und ja, sagt Cheers, bis bald, abonniert diesen Kanal, es ist kostenlos für euch und bringt uns sehr viel und liked das Video. Cheers.